So, ja, gib mir ein paar Sekunden Zeit. Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamesGong auf der PlayStation und 4. Ja, ich bin PS4-Zocker. Heute rede ich mal wieder über etwas Informatives und heute rede ich über US-Dollar. Ich habe mir ein Bündel von US-Dollar-Noten besorgt von verschiedenen Währungen. Ihr seht hier einen richtig kleinen Stapel und wir zeigen euch heute mal. Oder ich zeige euch heute mal US-Dollar-Noten. Fange ich aber an mit der berühmtesten Währung, mit der berühmtesten, ja, Blüte, nicht Blüte, sondern mit dem berühmtesten Dollarschein, dem 1-Dollar-Schein. Der 1-Dollar-Schein hat sich eigentlich soweit nicht verändert. Zumindest das Äußere hat sich hier nicht verändert. Ihr seht den typischen Grünstich, aber der typische Grünstich ist erst auf der Rückseite einer Dollarnote zu sehen. Hier sieht man, es ist sehr viel grün eingearbeitet, besonders auch die Seriennummer ist grün und der Stempel ist grün. Deshalb wird auch bei SpongeBob Schwammkopf oder bei den Simpsons der Dollarschein extrem grün dargestellt. Deshalb sagt man auch Greenback dazu, so Dollar sagt man ja auch Bucks dazu. So, hier haben wir noch eine 5-Dollar-Note. So sieht sie aus. Darauf ist Lincoln zu sehen. Und hinten haben wir auch noch irgendwas. Es ist, glaube ich, das Lincoln Memorial, das wir hinten zu sehen haben. Auch eine wunderschöne Note. Ich habe ganz viele 20er, über 4 Stück. Hier haben wir die 20-Dollar-Note, in meinen Augen die schönste Dollar-Note. Darauf zu sehen ist der Präsident Jackson. Ich glaube, er heißt mit Vornamen Andrew Jackson. Und hinten dran haben wir auch noch mal was. Das ist das, oh, das Weiße Haus. Also Weiße Haus, Andrew Jackson. Besser geht's gar nicht. Und jetzt kommen wir zu einer bunten Note. Das gibt es in den Vereinigten Staaten auch. Das ist die 10-Dollar-Note. Serie ist das hier 2013. So sehen die neuesten Scheine in den Vereinigten Staaten aus. Wenn ihr in die USA geht, sieht der 10-Dollar so aus. Er ist fälschungssicherer als die anderen Noten und sieht in meinen Augen endlich mal toll aus. Die neuesten Dollarnoten sehen wirklich mal aus, so wie man sie sich so vorstellt hier. Das hier sind 200 Dollar. Bezahlt habe ich irgendwas mit 178 Euro. Und könnt ihr euch bei der Sparkasse kaufen oder bei der Volksbank. Sollte etwas größer sein, die Volksbank oder die Sparkasse, weil ganz kleine Dorfsparkassen teilweise sowas gar nicht führen. Ja, im Internet kann man sie auch bestellen oder was weiß ich. Ja, so sieht das auf jeden Fall aus. Dollarscheine. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall mal, wie das aussieht, so Dollar. Ist eine schöne Währung. Was am Dollar der einzigste Kritikpunkt ist, ist der Geruch. Wenn ihr euch Dollarnoten kauft, dann riechen die extrem stark. Es ist Baumwolle und Baumwolle gemischt mit dieser sogenannten Druckerfarbe ergibt einen sehr unangenehmen Geruch. Habt ihr auch schon Dollar in der Hand gehabt? Findet ihr auch, dass Dollar nach Scheiße riecht? Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Es liegt an der Baumwolle und an der Druckerschwärze. Für die Leute, die das nicht wissen, bei der Euronote haben wir das nicht. Ja, bis zum nächsten Mal und ich sage ciao.